automatisch richtig investieren, automatisch die richtigen Menschen anziehen, automatisch so viele richtige Entscheidungen treffen. Wir müssen verstehen, Erfolg und Versagen sind beides Automatismen. Erfolg und Versagen sind Automatismen. Als ich pleite war, war ich automatisch pleite. Ich habe alles richtig gemacht, um pleite zu sein. Und ich musste jetzt lernen, alles richtig zu machen, automatisch, um reich zu sein. Das ist was ganz anderes. Das ist etwas ganz, ganz anderes. Und das müssen wir erstmal verstehen. Stellen Sie sich doch mal vor, Sie würden reich denken. Stellen Sie sich mal vor, wie Sie automatisch Möglichkeiten sehen. Automatisch richtig investieren, automatisch die richtigen Menschen anziehen, automatisch so viele richtige Entscheidungen treffen. Das sind Automatismen, nur weil sie es geschafft haben, reich zu denken. Wie kommt denn sowas? Einfaches Beispiel. Wie können wir sowas erreichen? Es gibt ja viele Tatsachen da draußen. Ich nenne es mal Tatsachen, wenn Sie wollen, nennen Sie es Möglichkeiten. Es ist eine Tatsache, dass wir Einkommensmillionär sein können, weil es viele Millionen Menschen sind auf der Welt. Es ist eine Tatsache, dass wir reich sein können. Es ist eine Tatsache, dass wir unseren Lebenssinn leben können. Ich kann Ihnen endlos Geschichten erzählen darüber, was Menschen alles gemacht haben. Aber die Tatsache, das T, trifft nicht immer auf uns als Tatsache oder als Möglichkeit, sondern das ist unser Kopf. Unser Kopf ist geteilt. Und da gibt es einen Plusbereich und einen Minusbereich. Plusbereich ist, ich glaube dran, Minusbereich, ich zweifle. Und wenn jetzt die Tatsache auf uns draufprallt, dann kommt sie entweder in den Minusbereich oder in den Plusbereich. Und je nachdem, wo sie ankommt, ist die Tatsache entweder verworfen oder ich nehme sie an. Und ob es Plus oder Minus ist, hängt mit unseren Glaubenssätzen zusammen. Verstehen Sie das? Wer versteht das? Das ist die Brille, ne? Welche Brille wir anziehen. Brille des Zweifels, also Zweifel, oder Brille des Glaubens, Glaube. Zweifel oder Glaube. Aber es ist nicht nur so, das, was wir denken, entscheidet, sondern, ja, ich mache das hier noch rein. Habe ich da Platz genug? Habe ich nicht Platz genug. Also ist wieder das Männlein, Plus oder Minus. Und das Männlein hat aber auch ein Herz. Und jetzt ist da wieder die Tatsache. Die kommt entweder zum Glauben oder zum Zweifel. Und im Herz kommt sie entweder auf Sorge, also gibt Minusbereich und Plusbereich. Minusbereich ist Sorge und Plusbereich ist Mut. Mut heißt nicht keine Angst haben. Wer Angst hat und trotzdem vorangeht, der ist mutig. Sorge bedeutet, eine Angst annehmen, die gar nicht real ist. Das ist Sorge. Und das hängt mit unseren Glaubenssätzen zusammen. Während ich spreche, haben Sie doch ständig innere Dialoge. Sie überlegen doch in Ihrem Kopf, kann ich dem glauben oder haben Sie Zweifel? Ist doch ganz logisch. Und das hängt aber mit Ihren Glaubenssätzen zu tun. Hat nichts mit mir zu tun. Ist Bodo Schäfer ein Supertrainer? Ist Stefan Friedrich, Bernd Reintgen, sind wir Supertrainer? Das liegt doch nicht an uns, das liegt doch daran, ob Sie das glauben wollen oder ob Sie daran zweifeln wollen. Jeder hört hier sein Seminar. Das ist nicht mein Seminar, es ist Ihr Seminar. Es geht durch Ihren Kopf, Glaube oder Zweifel, es geht durch Ihr Herz, Mut oder Sorge. Mut oder Sorge, Glaube oder Zweifel. Und wenn wir zweifeln und wenn wir sorgen, dann haben wir eine Hemmung. Das ist so, als wenn wir aufs Gaspedal drücken, so rum, Gaspedal drücken und haben aber keinen Gang eingelegt. Drücken immer aufs Gaspedal, haben keinen Gang eingelegt. Das sind die Menschen, die sagen, hey, 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 muss vorsichtig sein, zweifeln, ich habe Sorge, hey, 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 hey. Aber keinen Gang eingelegt. Naja, man muss das ja bedenken, zweifeln, aber keinen Gang eingelegt. Wenn Sie die ganze Zeit aufs Gaspedal drücken, aber keinen Gang einlegen können, eins von zwei Dingen passieren. Benzin ist alle, das heißt, Sie vergeuden Ihre Energie, oder der Motor geht kaputt. Psychisch oder körperlich krank. Mein Rat,
hör das auf. Leg einen Gang ein. Und auch wenn es nur ein Glaubenssatz ist, sie kommen viel weiter damit, wenn sie sagen, ja, Glauben, ja, Mut. Glaube und Mut. Ich weiß nicht, was richtig ist. Ich weiß es nicht. Ich weiß, was für mich gut ist, was für mich hilfreich ist. Und das müssen Sie für sich entdecken. Und ich rate Ihnen, tendieren Sie mehr zum Glauben, mehr zum Mut als zur Sorge und zum Zweifel. Hier bleiben Sie nur stehen. Kommen nicht weiter, haben Hemmung, Leerlauf. Hilft keinem wirklich. Durch diese zwei Filter, da müssen wir durch. Warum sage ich Tatsache? Es gibt Millionen von Menschen, die vermögend geworden sind, weil sie das und das machen. Es gibt Millionen von Menschen, die nicht vermögend sind, weil sie das und das machen. Kann man die Welt so leicht erklären? Nein. Es ist nur ein ganz einfacher Versuch. Man müsste noch viel mehr ins Konkrete, ins Detail gehen. Aber es hilft mir zu verstehen, im Zweifel und Gas. Gas und Gang einlegen. Und Gang einlegen heißt Glaube und Mut, Glaube und Mut, Glaube und Mut. Ich habe mal ein Seminar gemacht mit Sir Richard Branson, den nennen sie Mr. Yes. Mr. Yes, weil er einfach Ja sagt. Ich glaube, es hat keiner mehr Firmenpleiten gemacht als Sir Richard Branson. Aber der Junge hat 4 Milliarden glückliches Leben. Und wenn du mit dem Tag verbringst, dann weißt du, wie viel Freude man haben kann als Unternehmer. Herrlich, herrlich. Jeder von uns hat so etwas in sich. Davon bin ich ganz fest überzeugt. Wenn wir uns verpflichten, wenn Sie sich verpflichten, dann geht ein Automatismus los. Sie können sich nicht verpflichten und lassen die Tatsachen des Lebens, dieses T oder diese Möglichkeiten des Lebens und lassen die in ihrem Zweifel und in ihrer Sorge ankommen. Sondern sie sagen, nee, in meinem Kopf soll es als Glaube ankommen und in meinem Herz soll es als Mut ankommen. Wird es deswegen so sein? Natürlich nicht, aber es ist schon mal eine wichtige Entscheidung, dass sie das anstreben. Die meisten Menschen wollen sich doch dauernd beschützen, bauen Mauern um sich herum und noch eine Mauer und noch höher, eine ganz riesige Mauer. Und was passiert? Ja, sie sind beschützt, aber die Chancen kommen auch nicht mehr durch. Und dann stehen wir da, isoliert in unserer eingemauerten Komfortzone. Das haben wir nicht verdient. Dafür ist das Leben zu kurz. Dann fallen wir halt mal auf die Schnauze. Ist doch nicht schlimm. Nennt man Lernen, müssen nur wieder aufstehen.